Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit eingeschaltet habt. Heute habe ich euch ein etwas längeres Telefonat mitgebracht. Ein Telefonat mit einer netten Betrügerin, die auf jeden Fall sehr, sehr viel Durchhaltevermögen hat und nicht locker lassen will. Die nette Tante möchte auf jeden Fall an unser Geld kommen. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit unserem etwas längeren Telefonat. Ja, hallo. Hallo, ja, hallo, schönen Tag, Herr Knusprig, Knusprig, oder einfach einmal Knusprig? Nee, zweimal. Zweimal Knusprig, also okay. Wir haben mit Ihnen heute schon kommuniziert, das ist Abelina Schneider, aber Sie haben geschlafen. Ja. Deshalb rufe ich Sie wieder an. Also, wissen Sie, ja, ich rufe Sie an, weil Sie Interesse gestern an unser Projekt gezeigt haben. Und haben Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Stimmt das? Mhm. Super. So, ich bin Ihre persönliche Account-Managerin und ich rufe Sie an, um Ihnen alles zu erklären. Sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Im Handel, in Krypto? Nee. Also, keine Sorgen dabei, weil ich Ihnen alles erkläre. Wie es bei uns funktioniert. So. Wie bitte? Toll. Oh, okay. So, sehen Sie, Sie haben keine Erfahrung. In diesem Fall wird es besser, wenn Sie das zuerst mit unserem automatisierten System probieren. Mhm. Ja, wie funktioniert unser System? Es gibt unseren Roboter. Vielleicht zu sagen, kauft unser Roboter verschiedene Kryptowährungen, billiger, auf einer Plattform. Und verkauft es gleichzeitig teurer, auf anderer Plattform. Und Sie verdienen mit der Preislieferung. Verstehen Sie das? Ja. Also, gut. So, Herr Knusprig, Knusprig. Wir können einfach zusammen Ihr Handelskonto aktivieren, damit Sie jeden Tag ein Profit auf Ihr Handelskonto bekommen können. Sagen Sie bitte, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? 25 Euro. 250 Euro? Nee, 25 Euro. Also, wissen Sie, wir haben drei Niveaus. Hä? Was? Sie können mit wir haben drei Niveaus. Sie können einfach Ihr Handelskonto mit Betrag 250, 500, 500 oder 1000 Euro aktivieren. Aha. Unser Mindestbetrag ist 250 Euro. So möchten Sie das nur ausprobieren. Stimmt das? Mhm. Okay, so mit Mindestbetrag können Sie das einfach ausprobieren, schauen, wie es funktioniert. Und wenn Ihnen passt, ja, werden wir weiter zusammenarbeiten. Falls nicht, ist das kein Problem. Sie können immer einen Schritt zurück machen und Ihr Geld zurück haben. Also können wir das einfach mit Mindestbetrag aktivieren. Ja. 250 Euro. Okay, sagen Sie bitte, haben Sie Visa oder Mastercard? Hm, das habe ich. Nein? Doch. Ich habe gefragt, haben Sie Visa oder Mastercard? Ja. Haben Sie Visa oder Master? Ja. Muss ich genau wissen, Visa oder Mastercard, weil ich bitte einfach Ihren persönlichen Link erstellen muss, damit wir diese Aktivierung machen können. Ja. So, Visa oder Master? Ja. Können Sie sagen bitte, ob das Visa oder Mastercard ist? Was denn? Master. Was denn? Ich habe das nicht verstanden. Was ich meinen Sie? Auch nicht. Okay, sehen Sie, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Zahlungsmethoden, wie können wir Ihr Handelskonto aktivieren. Deshalb frage ich Ihnen, ob Sie Visa oder Mastercard haben. Sie können mir antworten, ich habe Visa-Karte oder Sie können sagen, ich habe Mastercard. Ja, ich habe Visa oder Mastercard. Sie haben beides? Ja. Okay, haben Sie Online-Banking? Natürlich. Und Sie? Na klar. Okay, in diesem... Okay, Herr Knusprig, Knusprig. In diesem Fall können wir es so machen. Ja. Wir können das von Ihrer Seite probieren machen, mit Ihrer Visa oder Mastercard. Sagen Sie bitte, haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? Nee. Ach so, na klar. Also sitzen Sie mit dem Handy oder mit dem Computer? Was? Sitzen Sie mit dem Handy oder mit dem Computer? Ich sitze auf dem Stuhl. Wirklich? Ja, auf ein Handy setze ich mich nicht drauf. Ich frage, ob Sie verwenden jetzt Handy oder haben Sie auch Computer?
Jetzt telefonieren wir übers Handy. Auf dem Computer habe ich die Telefonie nicht eingerichtet. Okay, und haben Sie Computer auch? Sowas besitze ich, ja. Ja. Okay, einen Moment. Ja. Okay, in diesem Fall können wir so machen. Sagen Sie mir bitte, Ihre E-Mail-Adresse lautet gerald.hubschrauber@mgssfun.de? Ja oder nein? Ja. Ich habe das nicht verstanden. Können Sie bitte näher zum Handy sprechen? Ja. Okay, ich schreibe Ihnen per E-Mail. Oder können wir das einfach so machen? Ich vorbereite Sie Ihre persönliche Bankverbindung. Sagen Sie bitte, möchten Sie das mit der Visa Mastercard tätigen oder mit ganz normaler Geldüberweisung? Das ist mir egal. Okay, probieren wir das mit der Visa der Mastercard machen. Ja. Sagen Sie mir einfach noch einmal bitte, ob Ihre E-Mail-Adresse lautet gerald.hubschrauber, aber Sie sind Sigmund Knusprig. Ja, aber ich mag Gerald den Hubschrauber. Wie bitte? Aber ich mag Gerald den Hubschrauber. Okay, können Sie mir bitte buchstabieren, Ihre E-Mail-Adresse? Na, so wie Sie die vorgelesen haben. Ach so. Okay, in diesem Fall schreibe ich Ihnen per E-Mail. Ja. Alle mit kleinen Buchstaben. Das ist bei einer E-Mail-Adresse egal. Welche Domain haben Sie? mgssfun.de? Ja. Was ist für eine E-Mail-Adresse? Na, von meinem Internetanbieter. Okay. Überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang. Ja. Jetzt sind Sie weg. Ich kann Sie nicht mehr hören. Haben Sie Mail bekommen? Nee. Haben Sie nur diese E-Mail-Adresse? Ja. Okay, öffnen Sie bitte Ihren Posteingang. Und schreiben Sie mir E-Mail. Ich buchstabiere jetzt für Sie meine E-Mail-Adresse. Warum? Damit ich das alles überprüfen kann, welche E-Mail-Adresse haben Sie. Na, die da steht. Ich habe Ihnen auf diese E-Mail-Adresse, die Sie hinterlassen haben, eine E-Mail gesendet. Ja. Ja, aber Sie haben gesagt, dass Sie das noch nicht bekommen haben. Richtig. In diesem Fall können Sie einfach mir eine E-Mail schreiben von Ihrer Seite und ich antworte Ihnen per E-Mail. So, öffnen Sie bitte E-Mail, Ihren Posteingang. Moment. Ich muss mich nochmal neu einlügen. Ja, eine neue E-Mail schreiben. Dann gehe ich jetzt auf Schreiben. Oh. Und ja, jetzt buchstabiere ich für Sie meine E-Mail-Adresse. So, alle mit kleinen Buchstaben. So, A wie Anton. Ja. Das ist meine E-Mail-Adresse. B wie Bertha. E wie Emil. L wie Ludwig. I wie Ida. N wie Nordpol. A wie Anton. S wie Siegfried. C wie Cäsar. H wie Harold. N wie Nordpol. E wie Emil. I wie Ida. D wie Dora. E wie Emil. R wie Richard. So, Abelina Schneider. Weiter sind Ziffern 1. 9. Noch einmal 9. 6. Dann geht es. Gmail.com. Gmail. Ja. .com. Ja, was soll ich da reinschreiben? Schreiben Sie mir bitte Hallo und senden Sie mir das. Hab ich gemacht Hallo. Und hab ich geschickt weg. Ich hab von Ihnen auch eine Nachricht bekommen mit Hallo. Jetzt überprüfe ich meine E-Mail. Weil Sie haben auch eine E-Mail mit Hallo geschrieben.
Also, haben Sie zu Berliner Schneider 1996@gmail.com? Ja, ich habe bekommen ein Hallo per E-Mail in die Posteingang. Ich habe das noch nie bekommen. Ja, alle mit kleinen Buchstaben? Ja, aber ich habe, nee, das H ist groß. Dann kommt ein noch kleines einmal? A, ein kleines L und ein kleines O. Steht hier drinnen im Posteingang. Okay, haben Sie, Sender ist aber, so, Sie haben mir, so, haben Sie früher E-Mail geschickt, gesendet, ja, so. Hab Sie wissen, gemacht, so, ja. Empfänger ist Abelina Schneider 1996@gmail.com. Ja. Aber das ist nicht bekommen. Sie haben mir nicht Probieren Sie das noch einmal. Warum? Ich weiß nicht, ich sehe nicht, wohin haben Sie das gesendet. Aber ich sehe, hallo. Wohin haben Sie das gesendet? Buchstabieren Sie mir bitte diesen Fall. Ist in mein Posteingang. Buchstabieren Sie bitte im Fernsehen. Ein großes H, ein kleines A. Nein. Kleines A, kleines ja. B, kleines ja, nee, E. Da nein, steht drin ein großes ohne H, großes. Ein kleines A, ein kleines L, nein, ein kleines nein, L nein, und komm. Ein kleines O steht da drin. Also, ich habe verstanden. Wohin haben Sie das gesendet? Ja, aber ist doch in meinem Posteingang. Wohin haben Sie das gesendet? Sagen nee, Sie mir bitte bekommen. Den Empfänger. Empfänger, sagen Sie mir bitte, wohin haben Sie das gesendet? Gerald.hubschrauber@mdccfun.de. Empfänger. Empfänger ja. Bin ich. Nee. Empfänger bin ich. Ich bin der Empfänger. Sie müssen mir das senden. Nee, aber Sie haben doch gesendet. Senden Sie mir bitte eine E-Mail. Na, aber habe ich doch schon. Aber Sie haben doch auch eine E-Mail geschickt. Und da steht Sie Hallo haben... Drin. Okay, antworten mir darauf. Aber ich habe doch schon bekommen. Antworten Sie bitte meine Nachricht. Dann schreibe ich da Pups rein, ja? Wie Sie möchten. Gemacht. Ist gesendet. Mhm. Ja. Ist alles okay bei Ihnen? Man sagt, haben Sie einige Probleme? Nee. Ja? Also. Wieso? Ich habe nichts bekommen, Sie haben mir nichts geantwortet. Doch, habe ich. Muss schon mal gucken in den Spam. Probieren Sie das im Spam gucken. Ich habe doch jetzt schon zweimal gesendet. Und ich habe Hallo schon bekommen. Wohin? Wohin haben Sie gesendet? Na, an die Gmail-Adresse. Welche E-Mail-Adresse? Welche Gmail? Na, deine. Sagen Sie, einfach buchstabieren Sie mir bitte. Wo ist meine... Welche E-Mail-Adresse habe ich? Na, die komische Schneider. Komische Schneider? Was da ist so ein komischer Schneider? Na, habe ich doch dahin geschickt und ich habe auch schon ein E-Mail bekommen, wo drin steht, hallo. Sie können einfach, so wissen Sie, Herr Knusprig, Sie ja. Können einfach mir nicht antworten. Auf hab welche E-Mail-Adresse haben Sie das gesendet? Na, auf annaballinerschneider1996@gmail.com. Ich habe nichts bekommen. Aber habe ich gesendet. Wenn da kaputt, dann ich nichts für kann. Okay, in diesem Fall können wir es so machen. Probieren Sie bitte zu meinem Kollegen das senden. Jetzt buchstabiere ich für Sie seine E-Mail-Adresse. So in Empfänger alles klein geschrieben, ja? Na, aber hast so, du auch schon beim Sparen geguckt? Mhm. Na, hast du da reingeguckt beim Sparen? Ja? Oder nicht? Hallo? Ach so, einen Moment. Na, was denn? Ich sehe, Sie haben mir etwas gesendet. So haben was Sie andere E-Mail-Adresse. Info mdkkfan.de. Kann sein. Okay. So, sind Sie Sigmund Knusprig? Na, so wie da steht. Das hat sich jetzt nicht geändert in der kurzen Zeit. Wie bitte? So wie da steht, das hat sich nicht geändert. Also, okay. In diesem Fall sende ich jetzt Ihnen einen Link zur Aktivierung Ihres Handelskontos mit mindestens Betrag 250 Euro. Ja. Einen Moment. Mhm. Überprüfen Sie bitte Ihren Posteingang. Sie müssen jetzt eine E-Mail von Abelina Schneider bekommen. Ich habe für Sie
Ihren persönlichen Link für Verifizierung und Aktivierung Ihres Handelskontos gesendet. Per E-Mail? Per E-Mail. Ja. In den Sparenordner oder in den anderen? Ich weiß nicht, wo haben Sie meine Nachricht davor bekommen? Ach so. Da muss ich mal gucken, in welchen Ordner. Gucken Sie das? Also beim Sparen ist noch nicht. Aber das Spannende ist ja momentan eh nicht so interessant. Muss das nicht im Sparen sein? Wahrscheinlich ist das einfach nicht im Sparen, sondern in Posteingang. Ja, da gucke ich auch gleich mal. Das ist ganz schön kompliziert. Nein, das ist nicht kompliziert. Einfach so etwas mit E-Mail-Adresse. Ich habe Ihnen auf Ihre E-Mail-Adresse geantwortet. Tja, also die nette Betrügerin, die wir hier wieder am Telefon haben, die ist auf jeden Fall sehr, sehr ausdauernd und nimmt sich jede Menge Zeit für den Betrug. Tja, das ist das Wahnsinnige an der Geschichte. Denn solche Betrüger sind brandgefährlich. Ganz so schlecht wie die anderen ist sie ja nicht. Sie versteht zwar auch nicht alles, was wir hier sagen und, naja, ist sich dem auch nicht so richtig sicher, was wir da alles so von uns geben, aber eins ist sicher. Sie nimmt sich jede Menge Zeit und versucht es alles Schritt für Schritt so lange, bis sie die Kohle hat. Und genau das macht es eben auch so gefährlich. Denn Betrüger, die sich ganz viel Zeit nehmen für die Opfer, die haben in der Regel leider am meisten Erfolg. Denn die Betrügerin führt mich ja hier Schritt für Schritt für Schritt, egal wie lange der Schritt eben auch dauert, durch den Betrug, bis sie dann das Geld letztendlich hat. Ist noch nicht da. Muss sein. Überprüfen Sie das noch einmal. Ja, ich aktualisiere noch einmal. info@mdccfan.de. Nee, das ist noch Ihre nicht E-Mail-Adresse. Da. Das ist irgendwie kaputt, da kommt nichts. Also da kommen andere Sachen. Ich habe da gerade ein Bild von einer nackigen Frau bekommen. Also geht ich noch. Habe das zweimal gesendet. Das Bild? Ich habe das zweimal gesendet, noch einmal wieder. Ich habe Ihnen das noch einmal jetzt gesendet. Ich gehe noch mal gucken, Moment. Wo können Sie das noch einmal bitte? Probieren Sie das auch im Spam sehen. Ach, jetzt sind zwei gekommen. Da steht an Sigmund knusprig knusprig. Ja. Und dann habe ich noch eine E-Mail, da steht auch an Sigmund knusprig knusprig. An welche soll ich denn draufdrücken auf die Link? Das ist egal. Das ist egal. Auf letzte. Hab's gemacht. Oh. Okay, klicken Sie auf diesen Link. Personaldata. Was heißt denn das? Hallo? Personaldata sehen Sie, ja? Ja, was ist denn das? Schreiben Sie bitte hier Your Name hier, sehen Sie. Das ist Ihr Vorname und Nachname. Da steht aber schon ein Name drin. Haben Sie das schon geschrieben? Nein, 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 Sie schreiben das hier Ihre Name. Ja, Ihr Vorname und... Da steht schon einer drin, da war einer das schneller ist Beispiel, als ich. Na, klicken Sie darauf und schreiben Sie Ihren Namen. Aber der steht immer noch drin. Ihren. Noch einmal, das ist einfach Beispiel, das Sie hier schreiben müssen. Das ist nicht, Sie schreiben hier einfach ja Vorname und Nachname, das aber ist egal, nicht, was steht dort. Aber nicht, dass der John nachher böse ist, wenn ich da seine Sachen überschreibe. Schreiben Sie bitte Ihren Vorname und Nachname hier. Warte, ich muss denn, also da, aber ich will doch keinem was wegnehmen. Wenn Sie Ihren Nachname und Ihren Vorname und Nachname schreiben, wird dieser John Doe nicht, das ist Beispiel. Wenn Sie Ihren Vorname und Nachnamen schreiben, ist das geht weg. Weil also nehme ich den nichts weg. Schreiben Sie bitte Ihren Vorname und Nachname, bitte. Okay, aber nicht, dass der nachher böse ist, der John. Was ist für ein Problem haben Sie? Ich will nicht, dass der John nachher verärgert ist. Noch einmal.
Sie schreiben hier, so, sehen Sie, Personaldaten. Your name. In your name, das ist Ihr Name. Ja. Wir schreiben hier Ihr Vorname und Nachname. Machen Sie das bitte. Ja, aber ich habe dann noch eine Frage. Ja? Aber der ist nicht böse, der John, wenn ich den überschreibe, ne? Wie bitte? Da steht ja schon einer drin. Ich will ja nicht drängeln. Nicht, dass der erst fertig machen muss. Aber wenn Sie nicht verstanden, was meinen Sie darauf? Na, da steht ja ein John drin. Nicht, dass ich jetzt warten muss, weil der John noch dran ist. Ich will ja nicht vordrängeln. Sagen Sie bitte, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Na, dass da gerade ein John noch am Ausfüllen ist. Der braucht scheinbar ein bisschen länger. Füllen Sie das aus, dieses Formular. Schreiben Sie bitte Ihr Vorname und Nachname. Weiter geht es Ihr E-Mail-Adresse. Sie schreiben weiter Ihr E-Mail-Adresse. Machen Sie das bitte jetzt. Okay, aber da kriege ich jetzt keinen Ärger mit irgendjemandem, ne? Was? Na, ich meine, dass ich mich nicht vordränge, weil da ist doch der John schon dabei. Da steht doch schon der Name von John drin. Ich frage ja nur nicht, dass es da Ärger gibt. Das ist Beispiel, John Doe, Beispiel, so. Einfach, damit Sie verstehen. Ach so, ich dachte, da ist jetzt schon einer dabei, den ich jetzt irgendwie unterbreche. Schreiben Sie das bitte hier, Name. Wissen Sie, ich habe nicht so viel Zeit, mit Ihnen zu sprechen. Wenn Sie seriös sind und möchten Ihr Handelskonto aktivieren, damit ich Ihnen helfe, schreiben Sie Ihr Vorname und Nachname. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss zu anderen Kunden telefonieren und Ihnen helfen. Ja. Schreibe ich da jetzt einfach meine Sachen rein, ja? Schreiben Sie Ihr Vorname und Nachname in Your Name. Okay, habe ich gemacht. Weiter schreiben Sie bitte Ihr E-Mail-Adresse. Ihre E-Mail-Adresse lautet, ich kann das für Sie das buchstabieren, info@mdzcfan.de. Ja. Okay, weiter. Aber ich glaube, dass irgendwas weiter kaputt. Weiter sehen Sie, was ist kaputt? Da steht Payment Detail. Das kann ich schlecht lesen. Das ist irgendeine andere Sprache. Kann man das nicht auf Deutsch stellen? Amount oder Currency? Was sind das für Wörter? Sehen Sie, haben Sie Ihr Vorname und Nachname geschrieben? Ja. Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse geschrieben? Ja. Dann geht Amount, das ist Betrag. Sie möchten das mit 250 Euro probieren? Schreiben Sie bitte, tippen Sie 250. Ja. Und Currency ist schon gewählt, Euro. Dann klicken Sie auf Next Step. Haben Sie darauf geklickt? Ja. Was sehen Sie weiter? Da eine Kuh bei Ihnen im Hintergrund. Ich habe so eine Kuhglocke gehört. Was? Haben Sie auf Next Step geklickt? Ja. Was sehen Sie weiter? Jetzt steht hier noch mehr auf Ausländisch. Ich kann nicht so gut Ausländisch. Können Sie bitte lesen, was sehen Sie dort? Nein, da steht Payment Data und dann kommt Payment... Bronke Mail Format? Was? Noch einmal. Na, ganz oben steht Payment Data und dann kommen Payment Data. Details und dann irgendwas mit Number. Payment Data. Hier machen Sie eine Verifizierung von Ihrer Seite. Sie haben gesagt, dass Sie Masterkarte und Visa-Karte haben. Ja. Sie können das probieren mit Ihrer Visa oder mit Ihrer Mastercard. Schreiben Sie bitte hier. So geben Sie Ihre Daten ein von Ihrer Seite. Ich sehe, was haben Sie gemacht? Da steht Processing. Jetzt steht da, soll Firefox diese Kreditkarte speichern. Kreditkartenprüfnummer wird gespeichert. Zu speichernde Kreditkarte. Sie können das nicht klicken. Sie müssen das nicht speichern. Oh. Haben Sie Kartendaten eingegeben? Ja. Und haben Sie auf Pay Now geklickt? Ja, und jetzt kommt da so eine Frau mit einem Luftballon. Bestätigen Sie das von Ihrer Seite auf Ihr Handy, bekommen Sie anscheinend jetzt eine SMS-Nachricht. Sehen Sie diese Bestätigung? Nee. Bei Ihrem Handy. Schalten Sie Ihr Lautsprecher ein. Ja, also die nette Betrügerin, die schreckt auf jeden Fall vor nichts zurück und macht weiter und weiter und weiter und weiter.
lässt sich wirklich von nichts abhalten und zieht ihr Skript einfach gnadenlos durch, egal wie langsam und doof der Kunde vielleicht wirkt. Es geht einfach nur darum, dass der neue Geld rankommt. Mehr soll das Ganze hier nicht darstellen. Das Gruselige ist, wenn die sich so viel Zeit nehmen für den Betrug, dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass der Kunde da wirklich irgendwas einzahlt. Gerade ältere Leute, die lassen sich ja dann doch am Telefon gerne mal von irgendwas beeindrucken oder beeinflussen, wenn der Mitarbeiter auf der anderen Seite eben nur lange genug an der Leitung bleibt. Das ist eben das Fatale an der ganzen Geschichte. Von daher teilt auf jeden Fall die Videos mit allen euren Bekannten, Verwandten, Freunden, Familie, damit jeder über diesen Betrug hier informiert ist. Hat keinen Lautsprecher. Wir sprechen jetzt mit Ihnen. Können Sie Ihr Lautsprecher abschalten? Nee. Damit Sie auch, machen Sie das. Sie können geht das nicht. Machen. Alle können das machen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe das noch nicht gebraucht. Was sehen Sie auf dem Bildschirm? Na, ein Mann mit einem Luftballon. Oder eine Frau. Was sehen Sie auf dem Bildschirm auf dem Computer? Na, eine Frau mit Luftballon. Können Sie bitte mir lesen, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Soll ich das alles vorlesen, was da auf dem Bildschirm steht? Noch einmal? Soll ich das alles vorlesen, was da auf dem Bildschirm steht? Sagen Sie mir einfach bitte, ob diese Transaktion gebucht wurde oder was sehen Sie über diese Transaktion? Da steht, also da ist so eine Frau mit Luftballon oben drüber, mit Wolken und ein Luftballon in der Hand. Und darunter kommt dann so mit Hink, Wend, Wrung. Thompson ist Wend, Wrung. Okay, in diesem Fall können wir es so machen. Ich kann diese Transaktion von unserer Seite tätigen. Ich sende einfach eine Nachricht zu Ihrer Bank. Sagen Sie bitte, haben Sie das mit Ihrer Mastercard oder Visa-Karte getätigt? Das war die mit dem M. Das Mastercard? Ja. Okay, sagen Sie mir bitte, die erste Ziffer von Ihrer Mastercard ist 4 oder 5? Eine Mastercard fängt doch immer mit einer 5 an. Okay, und weiter? Was denn? Es ist nur eine erste Zahl, gibt doch nicht zwei erste Zahlen. Erste Ziffer ist 5, und weiter? Achso, ich soll die anderen Zahlen auch noch sagen, weil Sie sagten, ich soll nur die erste sagen. Sehen Sie, ich sende einfach jetzt eine Nachricht zu Ihrer Bank. Und Ihr Bank verarbeitet diese Transaktion. Sie bekommen eine SMS-Bestätigung auf Ihr Handy, dass Sie mit Betrag 250 Euro Ihr Handelskonto aktivieren möchten. Sie haben das von Ihrer Seite probiert. Ja, something went wrong. Etwas ist schief gelaufen. Jetzt machen wir das von unserer Seite. Sie haben gesagt, dass die erste Ziffer von Mastercard ist 5 und weiter. Sie reden so schnell, das verstehe ich doch gar nicht. Okay, noch einmal. Jetzt sende ich eine Nachricht zu Ihrer Bank. Sagen Sie bitte, welche Bank verwenden Sie von Mastercard? Ach, das weiß ich doch auch nicht, wie die heißt. Aber die zweite Zahl ist eine 2. 5-2? Ja. Weiter? Eine 1. Ja, und dann geht das Zahlenspielchen los. Wahnsinn. Jetzt möchte die nette Betrügerin tatsächlich meine Kreditkartendaten durchbuchstabiert bekommen haben. Dass das nicht seriös ist, brauche ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Kreditkartendaten sollte man nicht unbedingt am Telefon einfach so weitergeben. Mittlerweile gibt es zwar die Push-TAN bzw. diesen Secure-Code, den man auf dem Handy bekommt. Naja, aber noch nicht 100% der Konten sind damit tatsächlich ausgestattet. Und wenn man so ein Konto hat, wo das nicht funktioniert oder wo das noch nicht eingerichtet ist oder Kleinstbeträge, dann kann da einfach abgebucht werden. Ich glaube, unter 25 Euro wird nie nach diesem TAN gefragt. Vielleicht bei Kreditkarten sogar ein bisschen höher. Bei einer normalen Bankverbindung, da sind es, glaube ich, 25 Euro, wo man den PIN für braucht. Bei einer Kreditkarte könnten es auch 50 sein oder je nachdem, was man eingestellt hat und je nachdem, welche Bank man da benutzt, beziehungsweise welche Kreditkarte das Ganze überhaupt ist. Naja, lasst gern mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video hier gefällt. Weiter. Dann, warten Sie, 5-2-1, dann kommt eine 3. 5-2-1-3, die vier erste Ziffern, stimmt? 5-2-1-3, ja. Okay, weiter. Die nächste, ja? Ist dann eine 0. 9? Nee, eine 0. 0, okay, weiter. Ja.
Dann kommt eine 2. Weiter. Die nächste Zahl schon? Ja, ich muss diese Information zur Bank senden. Achso, dann 0, kommt 2, dann weiter. Noch, dann kommt da noch eine 2. Weiter. Dann eine 5. So, 5, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 5. Also 5, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 5, 3. Weiter. Dann kommt noch eine 3. Weiter. Haben Sie die 3? 2, 3 habe ich geschrieben. Weiter. Ja, dann kommt eine 2. Weiter. Nein, der 2. Moment, das ist eine 1, glaube ich. Wissen Sie das nicht? Doch, aber meine Brille war gerade verrutscht. Sie können Ihr Mastercard nehmen und mir das vorlesen. Ja, habe ich gemacht. Okay, so, noch einmal. Ihr Karte, Masterkarte, 5, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 5, 3, 3, 2, 1. Und weiter. Moment, das war zu schnell. Also die Nummer fängt mit einer 5 an. Dann kommt eine 2, eine 1, eine 3, eine 2, nee, nach der 3 kommt... 0. Ja, kommt eine 0 nach der 3 und dann kommt eine 2, 2 und dann eine 5, 3, 3, 2, 1, 8, 3, 7, 2. Okay, Ihr Mastercard lautet 5, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 5, 3, 3, 2, 1, 8, 3, 7, 2. Nee. Okay, wo ist ein Fehler? Das ist die 5213022533218372. Ich habe das gesagt. Ja? Okay. Okay, sagen Sie bitte Ihr Ablaufdatum, Monat und Jahr. Das weiß ich noch nicht. Das ist unter von Ihrer Karte. Ach so, Sie meinen das von der Karte, weil Sie gesagt haben, ich soll mein Ablaufdatum sagen. Das kann ich doch vorher nicht wissen, wann bei mir die Zeit zu Ende ist. So. Nehmen Sie bitte Ihr Mastercard und sagen Sie mir bitte Ihr Ablaufdatum. Wo steht denn das? Das ist Monat und Jahr einfach. Wo genau findet man das auf der Karte? Ich habe das noch nicht gebraucht. Wenn Sie, okay, Sie haben das von Ihrer Seite auf dieser Plattform probiert gemacht, ja? Gehen Sie zurück und dort, Sie haben das anscheinend gespeichert, Ihre Karte. Sagen Sie bitte einfach Ihr Ablaufdatum. Ach, das Verfallsdatum, meinen Sie. Ach so, ja. Das ist dann die 0 März und dann 24. 0324. Ja. Okay. Dann zeigen Sie mir bitte die dreistellige Nummer von der Rückseite von Ihrer Karte. Die CVV? Nein, nein, nein. Da, ich brauche ja digitales Unterschrift von der Rückseite. Ja, irgendwie die Unterschrift. Wie meinen Sie das denn? Die dreistellige Nummer von der Rückseite von Ihrer Karte. Also die ich CVV? Ich brauche... Nein, nein, nein. Sehen Sie, ich brauche einfach hier digitales Unterschrift. Wie geht denn das? Ich sende diese Nachricht zu Ihrer Bank. Ja. Und Ihr Bank verarbeitet diese Transaktion, damit Sie das aktivieren können. Ach so. Aber weil im Moment, Sie das von, im Moment ja. ist meine Bank noch in der Mittagspause. Die sind erst um 13 Uhr wieder da. Wissen Sie, wir machen das von unserer Seite und das ist automatisch, wird eine Nachricht von Ihrer Bank. Sie bekommen eine SMS-Bestätigung auf Ihr Handy. Das ist egal, ob Sie jetzt Mittagspause haben oder nein. Ach so. Weil Sie sagten, Sie schicken der Bank eine Nachricht. Aber wenn Sie der Bank eine Nachricht schicken, die sind erst um 13 Uhr wieder da. Das wird automatisch von unserer Seite. Nein, Sie haben mir sogar nicht gesagt, welche Bank verwenden Sie, aber Sie wissen, wann haben Sie Mittagspause. Ja. Das ist mir seltsam. Ich weiß ja den Namen nicht von der Bank. Die heißt ja so ganz komisch. Okay, wenn Sie, ich sende jetzt Nachricht zum Ihrer Bank. Ja, ich muss einfach das zum Ende machen. Sagen Sie mir bitte die dreistellige Nummer von der Rückseite von Ihrer Karte. Wie viele Stellen hat die? Die dreistellige Nummer von der Rückseite von Ihrer Mastercard. So, also Sie meinen dann die CVV-Nummer? Das ist nicht CVV. Das digitales Unterschrift brauche ich einfach. Dreistellige Nummer. Na, aber da steht ja nur CVV als dreistellige Nummer.
Ich weiß nicht, was geht mit CVV oder mit dreistelligen Nummer, ja, und ich brauche diese digitale Unterschrift. Die dreistellige Nummer, sagen Sie mir bitte, erste Ziffer ist? Na, von der CVV-Nummer ist die erste Zahl eine 6. Weiter. Eine 3. Weiter. Eine 3. 633, stimmt? Das ist die CVV-Nummer, ja. Mhm, aha, okay, ich habe verstanden. Sagen Sie bitte, wo wohnen Sie? Wohnen Sie in Deutschland? Nee. Wo wohnen Sie? In Absurdistan. Wo wohnen Sie? Wo ist das? In Absurdistan. Können Sie bitte Postleitzahl sagen? Die Postleitzahl von Absurdistan, oder wie? Ja, ja, genau. Ja. Das ist die 12055. Also wissen Sie, dass es einfach Berlin ist? Nee, Neukölln. Köln? Neukölln. Einen Moment. Ja. Nehmen Sie sich ruhig Zeit, junge Frau. Neukölln, Berlin, Neukölln. Ja. Okay, einen Moment. Ja. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Ist nicht schlimm, wenn Sie ein bisschen länger brauchen. Sagen Sie bitte, welche Straße wohnen Sie? In der... Ach, jetzt muss ich überlegen. Wissen Sie nicht, wo wohnen Sie? Doch, ich glaube schon. Die Hausnummer ist 77. Mhm, und Straße? Ich glaube, das war irgendwas mit B am Anfang. Aber ich war ja schon lange nicht mehr draußen. Sagen Sie mir bitte Ihre Straße. Mit B am Anfang. Mit B? B. Fang an. Weiter. Ja, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, B. So, auf welcher Straße wohnen Sie? Soll ich gucken gehen? Wissen Sie überhaupt nicht, auf welcher Straße wohnen Sie? Ich habe den Namen vergessen, weil ich war schon so lange nicht mehr draußen. Wissen Sie, ich musste mal, da wo die Geschäfte draußen alle zugemacht haben, das war im Jahre 2020. Da hat man gesagt, ich soll in der Wohnung bleiben, aber es hat nie wieder einer gesagt, dass ich wieder rauskommen darf. Und jetzt bin ich hier schon so lange alleine. Okay, einen Moment. Ja. Also, Moment, Postleitzahl ist 12055, Deutschland, Berlin, ja? Warum sind Sie oder? Jetzt mit einer anderen Stimme? Also, ich bin Finanzberaterin. Frau Schneider hat mir gesagt, dass sie kann nicht ihre Straße finden. Warum arbeitet die nicht ordentlich? Moment. Ja. Also möchten Sie weiter mit Frau Schneider das besprechen, oder? Nee, die war unhöflich. Die hat mich die ganze Zeit beleidigt. Ach so, alles klar. Keine. Und sagen Sie mir bitte, Sie sind unser neuer Kunde, ja? Ich verstehe. Ja. Also, und Sie wollen bei uns Konto aktivieren und sie war also nicht so nett, wie ich verstehe, oder was? Ja, die hat mich beleidigt. Entschuldigen Sie uns bitte, ja, alle unsere Gespräche sind gespeichert, ja. Also ich nach diesem Gespräch werde ich diese Nachricht, also diesen Anruf zu unserem Revisierungsabteilung schicken, ja, damit wir das alles, also oder Frau Schneider bekommt einfach Strafe ungefähr also 300 oder 100 Euro, ja, wegen so einer Situation. Aber zuerst müssen wir also dieses Gespräch hören bis Ende, ja? Ja, das ist gut. Kommt die denn ins Gefängnis? Wie bitte? Kommt die denn ins Gefängnis? Also ich habe nicht verstanden. Na, die Frau Schneider, die war ja so unhöflich. Ja, also schauen Sie mal, ich kann nicht hier sagen, weil ich habe dieses Gespräch nicht gehört, ja? Aber ja. Ich sage Ihnen, dass alle unsere Gespräche sind ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ja. Deshalb also werde ich einfach nach unserem Gespräch dieses Anruf, dieses Telefonat zu unserem Verifizierungsabteilung schicken, ja? Und also dann werden wir entscheiden. Entschuldigung für so eine Situation. Wir geben Ihnen zusätzlich 100 Euro Bonus, ja, damit Sie so eine Situation einfach, ja, na klar, vergessen Sie das nicht, aber ich hoffe, ja, Sie werden mit Frau Schneider jetzt weiter nicht arbeiten, sondern nur mit mir, gut? Oh, das ist schön, ja.
Ja, und theoretisch reagiert ein seriöses Unternehmen genauso. Nur, dass dieses Unternehmen hier nicht seriös ist. Ich meine, das Angebot mit den 100 Euro ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Jeder normale oder jede normale Firma würde hier, was weiß ich, mit 20 Euro oder so kommen, aber nicht mit 100 Euro. Und naja, dass das hier alles nur Betrug ist, wissen wir ja auf jeden Fall. Aber hier holt sie auf jeden Fall mal wieder den Kunden ab. Und sorgt dafür, dass der Kunde dann doch noch sein Geld einzahlen soll. Tja, das Tragische an der Geschichte ist, dass wenn man hier eben sein Geld rein investiert, ja, dass das halt nicht da hinkommt, wo man das haben will, in seinem Konto. Da landet es nicht. Es landet einfach nur auf dem Konto der Betrüger, die sich dann aus dem Staub machen, wenn sie euer Geld erhalten haben. Was anderes ist es nicht. Das wissen wir. Aber es ist schon Wahnsinn, dass erstmal überhaupt die andere Stimme einfach wieder am Telefon, ohne irgendwelche Vorwarnung, und dann dieses komische Angebot. Naja, ein bisschen geht das Gespräch hier ja noch. Okay, okay. Sagen Sie mir dann bitte, also Sie wollen Ihr Konto mit Mindestbetrag aktivieren, ja? Mit 250. Mit so wenig bloß? Wenig geht es nicht, nur mit 250. Na, ich wollte ja eigentlich viel mehr. Wie bitte? Ich sage, ich wollte eigentlich viel mehr Geld geben. Ach so, mit wie viel möchten Sie dann anfangen? Na, wenigstens 1000 Euro, hatte ich ja gesagt, die ganze Zeit. Okay, dann sagen Sie mir bitte, Sie möchten das mit Kreditkarte, ja, machen, mit Mastercard? Ja, ja, genau. Okay, dann Moment, ich überprüfe jetzt das in unserem System. Ja. Und sagen Sie mir bitte, Sie haben deutsche Staatsangehörigkeit, ja? Natürlich. Also, okay, dann machen wir es weiter. Sagen Sie mir noch bitte Ihr Geburtstagdatum. Mein Geburtstagdatum? Na, Geburtstagdatum, ja. Also das Ganze, ja? Wie bitte? Das ja, ist, ich höre. Ja, das ist der 17.7. Mhm. Haben Sie? Ja, 17.7. Ja, 1942. 42? Ja. Ach so, ich dachte, Sie sind ein bisschen jünger, ja, aber weil Sie haben einfach so eine Stimme, aber das ist sehr schön. Gut, dann möchten Sie das mit 1000 Euro aktivieren, ja? Ja, wenn mehr geht, dann nehme ich auch mehr, aber das habe ich ja die ganze Zeit schon gesagt. Okay, versuchen wir das wäre so. Ja, dann schauen wir mal. Sagen Sie mal bitte, Postleitzahl 12055 Deutschland, Neukölln und ja. Straße ist? Das ist die Braunschweiger Straße 77, habe ich ja gesagt. Mhm. Ja. Moment, 77. Mhm. Ja, habe ich gefunden. Dann Moment bitte. Braunschweiger Straße 77. Ja, ja, habe ja. Ich das gefunden. Schauen Sie mal, Herr Knusprig, ja, ist es richtig Ihr Nachname? Knusprig, Knusprig. Also, Knusprig, Knusprig. Ja. Ist es richtig Ihr Nachname, stimmt das? Knusprig, Knusprig, ja. Okay, dann sagen Sie mir bitte, jetzt aktivieren wir Ihr Konto mit 1000 Euro mit Ihrer Mastercard mit letzte vier Ziffer 8372. Stimmen Sie zu? Die Nummer ist ja falsch. Die letzten vier Ziffern sind die 3876. Moment, sagen Sie mir noch bitte wieder Ihre Kartennummer. Die ganze? Ja, na klar, ich überprüfe das alles. Dann brauche ich nochmal meine Brille. Mhm. Ach, jetzt habe ich mich draufgesetzt. Moment. Okay, bin ich da? So, jetzt habe ich, ja, ist jetzt ein bisschen schief, aber wird schon gehen. So, die ganze Nummer? Mhm. 5, 1, 6, 1, 0, warten Sie. Das ist eine 6, dann kommt da eine 4, eine Moment, 0. Moment, Herr Knusprig, Sie haben früher andere Nummer gesagt. Nee. Ja. Nee. Ich soll doch meine Nummer vorlesen. Ja, lesen Sie bitte Ihre Kartennummer wieder. Nochmal? Ja. Okay. Das ist dann die 5, 1, dann die eine 6, dann
Dann eine 516. Ja. Dann kommt eine 1, eine 0 ist das. Dann kommt da nochmal eine 6, eine 40948. Moment. 51610. Wo sind Sie jetzt? 51610. Ach so, dann die 64094853876. Haben Sie die Nummer jetzt komplett? Ich habe so schlechte Moment. Augen. 5161, ja? Ja, genau, das haben Sie gut gemacht, ja. 0640, ja? Moment. 0640, ja, genau. Weiter. Soll ich jetzt wieder vorlesen? Ja, sagen Sie. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ich habe doch so schlechte Augen. Ich muss mal doch mal gucken. Warten Sie, das ist die 5, 1, 6, eine 1. Dann kommt eine, ich glaube, das ist eine 0. Dann, das muss eine 6 sein, da oben ist offen. Dann haben wir eine 4, eine 0, glaube ich, eine 9, eine 4. Und dann, ich erkenne das so schlecht. Dann kommt die 853876. Haben Sie? Moment. Dann kommt, ja. Hallo? Ist da noch einer? Sagen Sie mal bitte, ja, Sie haben uns zwei Karten gegeben. Eine ist chinesische und zweite ist von Amerika. Nee, ich habe Ihnen doch nur eine Nummer gegeben. Nein, zu Frau Schneider haben Sie andere Nummer gegeben. Dann hat die Frau Schneider vielleicht was falsch aufgeschrieben. Okay, wovon haben Sie amerikanische Karte dann? Die habe ich mal geklaut, ist schon eine Weile her. Ach so. Okay, dann Herr Knusprig. Wir arbeiten nicht mit Leuten, die Karten stehlen, ja? Warum? Aber ihr betrügt doch die Leute, du kleines Wurfchen. Eine Stunde Zeit verplempert. Also danke sehr, Herr Knusprig, für so ein angenehmes Gespräch. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüssi. Also eins muss man der Betrügerin ja wohl wirklich lassen. Freundlich geblieben ist sie bis zum Schluss und das sogar, als sie wusste, dass sie hier nichts mehr verkaufen wird. Das ist tatsächlich relativ selten der Fall, dass die Betrüger noch freundlich bleiben, wenn sie merken, dass sie hier die ganze Zeit nur verarscht wurden und keinen Cent an uns verdienen werden. Interessant. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr darüber so denkt mit der netten Betrügerin. Wer möchte, es gibt jetzt relativ neu auf unserem Kanal auch die Kanalmitgliedschaften. Hier lade ich euch herzlich dazu ein, ein kleines Stück zum Kanal hier dabei zu tragen. Natürlich ist jeder von euch hier auf diesem Kanal wichtig und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Wer allerdings finanziell ein bisschen was dazu beitragen möchte, dass der Kanal hier weiter wächst und immer größer wird und wir mehr technische Möglichkeiten haben, kann sich jetzt frei für ein Premium-Abonnement entscheiden. Muss aber natürlich keiner. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr seht jetzt hier wie immer noch eine Playlist mit jede Menge weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.